Macho Man Randy Savage, für viele Fans auch heute noch eine Legende, für dich ein Mentor, ein Vorbild, eine Erscheinung, oder? Oh yeah, aha, yeah. So sieht's aus, so sieht's aus. Macho Man Randy Savage, zum ersten Mal gesehen, als ich 4 Jahre alt war im Fernsehen. Er hat mich sofort fasziniert, einer meiner absoluten Idole, was man ja auch gar nicht merkt. Ne? Also da, viele Sachen sind bei mir auch einfach an den Macho Man angelehnt, ja? Um einfach die Legende aufrechtzuerhalten und halt irgendwie ihm mein Tribut zu zollen, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Genau, als ich 4 Jahre alt war, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich wusste, das ist der Typ, der mich zum Wrestling gebracht hat. Das war sogar meine erste Wrestling-Figur, die ich hatte. Ja, und ich habe alle Matches im Prinzip verfolgt. Ich glaube, 1000 Mal schon angeschaut. Eins meiner Lieblingsmatches, WrestleMania 3 gegen Ricky Steamboat, Macho Man Randy Savage gegen Ricky Steamboat, eines der Klassiker. Also man muss es gesehen haben. Kannst du dir immer wieder angucken. WrestleMania 8 gegen Ric Flair. Ein ziemlich underrateder Klassiker, der zu wenig eigentlich erwähnt wird, weil mit Ric Flair einer der Top-Worker, geiles Match, die Story drumherum einfach perfekt. Ja. Macho Man Randy Savage, genau. Dann kommen wir gleich mal zu seinem Bruder, dem Lenny. Mit dem hätte ich nämlich ein Tag Team Match haben sollen bei der DWA gegen Tarkan Aslan und Voodoo. Ja. Richtig. Was bisher natürlich noch nicht stattgefunden hat, dank Corona. Wir hoffen immer noch, dass es 2022 nachgeholt wird. Also es steht noch auf dem Plan. Lenny habe ich das letzte Mal 2010 bei der Legends Tour getroffen gehabt. Und kann man stundenlang zuhören, vermutlich mal, oder? Kann man absolut stundenlang zuhören. Der hat richtig geile Geschichten zu erzählen. Ich hätte mir auch gerne wieder die ein oder andere angehört oder auch mal gerne den Hall of Fame Ring getragen. Ja. Mhm. Ja, aber da war noch ein Match, was nicht stattgefunden hat. Und zwar Black Machismo gegen The Badness. Also Jay Lethal gegen Bad Bones. Das Match sollte im Prinzip schon, ich glaube, zweimal stattfinden. Ja, genau, einmal in der Schweiz, einmal in Hannover, beides Mal konnte es nicht stattfinden. Einmal war ich im Krankenhaus, das war 2019 und dann das letzte Mal war letztes Jahr, dank Corona halt auch leider Gottes ausgefallen. Wir hatten da einige coole Sachen geplant gehabt, die auch für die Fans interessant gewesen wären, dass sie halt Fotos im Gimmick der beiden Akteure haben, plus halt Black Machismo und The Badness. Ja. Ja. Aber auch das steht noch auf der Liste, auf der To-Do-List. Also sobald wieder normales Wrestling möglich ist oder der normale Kontakt möglich ist oder die Veranstalter wieder möglich sind, wird das auch wieder auf den Weg oder auf die Beine gestellt werden, damit wir da auch was Gutes rausbringen können. Lenny Poffo ist ja bekanntlich der Bruder des verstorbenen Macho Man. Weiß der, wie sehr du seinen Bruder verehrst? Ich denke schon. Also ich habe schon ein paar Mal mit ihm geschrieben gehabt und er hat auch einige Bilder von mir bekommen gehabt, worüber er sich sehr gefreut hat. Also von daher, ich denke schon, er weiß, worum es geht, ja. Eventuell bringt er dir irgendwann vielleicht auch mal was mit, was ganz speziell von seinem Bruder noch ist. Ich kann mir vorstellen, da ist was möglich. Wenn ich dich schon dran habe und wenn wir schon über Macho Man reden, es gab in den letzten Wochen 2 Dokus, die erschienen sind. Ja. Dark Side of the Ring ist natürlich sehr kritisch, aber auch die andere Doku, wo du gesagt hast, schau es dir lieber nicht an, die war wirklich hart. Die ENA, ja. Leider. Ja, leider. Also das 2 Drittel waren gut gewesen, bis der Punkt kam, als Gorgeous George und die Schwester von ihr gesprochen haben. Das waren Sachen, die... Der Drogenkonsum, das hätte man vielleicht nicht so nach außen tragen müssen. Naja gut, die Sache ist, Randy Savage kann sich selbst nicht mehr verteidigen. Er kann nichts mehr dazu sagen. Es sind nur noch Spekulationen, die jetzt gestellt werden von einer Seite und die andere Seite kann nichts dazu beitragen. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also es gibt ja immer drei Seiten
Also deine Seite, meine Seite und die Wahrheit, weißt Ja. du? Von daher, du kannst jetzt im Prinzip eine Geschichte dir ausdenken und er könnte halt nicht mehr dagegen sprechen. Also selbst Lenny hat ja versucht, noch was dagegen zu sprechen aber es war halt so geschnitten, dass das restliche Drittel einfach, ja, ich sag mal, für die Katz war. Hätte man anders rüberbringen können. Also war nicht Definitiv. schön, wie man ihm das den Abschied da bereitet hat. Auch Eric Bischoff hat sich da geäußert gehabt. Genau, genau. Hätte man anders machen können. Ich verstehe das. Ich verstehe deine Sicht. Ich verstehe die Sicht seines Bruders natürlich auch. Und wie du schon sagst, der kann sich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr wehren. Wäre man Genau. da vielleicht ein paar Jahre früher damit raus. Aber ist ja eigentlich unnötig, über sowas, gell, überhaupt zu sprechen. Und dann im Nachhinein das Vermächtnis, welches er hinterlassen hat, zu beschmutzen. Da bin ich absolut bei dir. Genauso sieht das aus. Also die Doku, die zum Beispiel auf dem WWE Network ist, die ist fabelhaft rübergebracht. Dass die ersten zwei Drittel sind echt gut gemacht von der A&E. Aber halt, ja, selbst wenn der Drogenkonsum früher so war, dann ist es halt so. Ja, kann man halt auch nicht rückgängig machen. Aber dann am Ende noch einen draufzusetzen, nur um halt nochmal Publicity zu bekommen und Ja. halt in die Medien zu sein, weil das ist ja das, was sie die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre nicht hatte. Ja, muss man das halt immer machen, ne? Ich denke, man wird trotzdem nicht mehr viel von ihr hören. Ja, absolut nicht, absolut nicht. Also die Legende des Macho Man Randy Savage lebt trotzdem weiter und jeder, der was auf ihn gehalten hat, wird auch genauso weiter von ihm denken und ja, er wird trotzdem einer meiner Idole bleiben und ja, oh yeah, dig it. Darf ich diese Ausgabe erweitern mit Roddy Piper? Darfst du gerne. Weil ich auch weiß, dass du den auch sehr verehrst, auch die Filme. Lass uns, ich glaube nämlich, du hast ihn vor vielen Jahren bei einer Con oder so Genau, getroffen. genau. Erzähl mal bitte, konntest du auch selber mit ihm ein bisschen reden? Wie sind deine Ja. Erinnerungen an Roddy Piper? Oh, jetzt kommt's. Oh ja, Roddy, ey, ohne Witz, ohne Witz. Okay. Also der war bei den Movie Days dabei gewesen, genau. Und Ja. wir hatten WXW damals eine Veranstaltung dort gehabt und wir wresteln und wresteln und so, ja. Und ich stehe Backstage und ich sehe dann irgendwann Piper, der aufsteht von seinem Tisch. Piper, der läuft. Piper, der an unserem Zelt vorbeigeht und zu uns Backstage reinkommt. Und wir natürlich so, Alter. Ja. Ja. Und er war natürlich so mega, also me mega hyped, weil, ja, Wrestling ist ja auch halt sein Leben gewesen. Und er war ja, begeistert von dem, was wir gemacht haben. Ja, sorry, ich bin gerade noch wieder überwältigt, weil ich habe das gerade wieder vor Augen. Ja, und hat uns halt Mut zugesprochen, dass wir immer unseren Träumen folgen sollen, immer nach vorne schauen sollen, niemals zurückblicken. Und das, was wir leisten, eines der größten Geschenke ist, die wir den Fans im Prinzip machen. Ja, also Roddy Piper, ich sag mal, eine richtig coole Socke. Der hat dann auch noch Fotos mit uns gemacht, mit den Aktiven, und hat uns extra diese professionellen Fotos ausstellen lassen. Und da wollte halt auch nichts dafür haben, sondern hat gesagt, unter Kollegen ist das halt so, dass wir im Prinzip das so bekommen. Ja, habe ich ein Bild mit meinem Sohn und Roddy Piper machen lassen. Und Roddy hat meinem Sohn ein Bussi auf die Stirn gegeben, ja. Also Ja. das war eine, ja, eine wirklich, wirklich rührende Geschichte. Ja, also das ist, er wird sehr vermisst. Es ist wirklich schade, dass der schon vor uns gegangen ist, der Roddy, der Gute. Ich bin Ja. jetzt wirklich froh, dass ich dich danach gefragt habe. Ja, Mann.